herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kriegt ihr hoffentlich mal nicht ein eine Stunde Video, weil die letzten Videos waren schon echt hammerhart lang. Waren schon gut lang, ja. Also der Spitzenreiter war neulich, hat glaube ich 1 Stunde 7. Mhm. Das ist schon... ist schon heavy. So, jetzt, na, dann versucht man in dem Moment immer so ein bisschen das Video irgendwie kürzer zu beschneiden, aber es ist dann halt eigentlich auch wirklich nichts drin, was man rausschneiden kann. Ne? Ich wollte gerade sagen, gerade beim Cutten ist das alles interessant. Weil einfach die, wir haben so krass unterschiedliche Thematiken, weiß ich nicht, da ist eigentlich jede Minute immer gefüllt mit irgendeinem Inhalt, deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Videos so lang zu lassen. Und die Leute feiern es ja auch. Genau. Natürlich weiß ich, dass es einige Leute gibt, die lieber nur 15 Minuten gucken wollen. Gibt aber auch genauso viele, die sich gerne eine Stunde reinziehen wollen. Deswegen, solange es für uns immer interessant bleibt, werden wir weiterhin auf jeden Fall auch so lange Videos machen. Oder das Video bei Ferrari zum Beispiel hier in Hannover. Da hätte man mit Sicherheit 3 bis 5 Minuten noch finden können. Ne? Aber für 3 bis 5 Minuten dann das ganze Video vom Ablauf her unnatürlich zu machen, weil viele von euch werden bestimmt schon gesehen haben, dass sonst relativ wenig Schnitte immer drin sind, was auch mit Absicht so ist, damit es möglichst flüssig und natürlich bleibt, finden wir einfach schade. Ja, man könnte auch 2, 3 Teile draus machen, aber dann müsst ihr auch wieder so lange warten, bis dann der nächste Teil raus ist und das wollen die meisten dann halt auch nicht. Finde ich auch irgendwie. Weil ich glaube, die Leute, die es so lange gucken wollen, die werden es auch so lange gucken. Ja. Und die, die es halt nur kürzer gucken wollen, ist ja jedem sein Recht. Der kann gerne kürzer gucken. So, jetzt muss man allerdings dazu sagen, selbst bei so Videos, die mal eine Stunde lang sind, gucken die meisten von euch trotzdem das halbe Video, was schon richtig gut ist. Mhm. Das freut uns auf jeden Fall und deswegen werden wir auf jeden Fall weiterhin auch so lange Videos machen, wenn es der Inhalt hergibt. Heute gibt es, glaube ich, eigentlich ein kürzeres Video. Und zwar waren wir am Wochenende bei PZ-Tuning. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne ein weiteres Fahrzeug im Fuhrpark bzw. ein weiteres Projekt vorstellen. Ich sag mal, es ist mehr Projekt als Fahrzeug, weil viel mitfahren werden wir bekanntlichermaßen nicht. Sieht man ja auch schon am Roller. Aber ich habe in dem letzten Jahr so viel Spaß mit diesem Roller gehabt, dass ich unbedingt noch ein weiteres Fahrzeug immer mal kaufen wollte, solange es sie überhaupt noch zu kaufen gibt. Und das ist eine Aprilia RS125 PY Modell. Das heißt, das ist der letzte Zweitakter. In dem Fall Baujahr 2008. Warum? Weil gerade wieder am Wochenende bei Paul, bei PZ, hat mir gezeigt, Zweitakter ist und bleibt Zweitakter. Wir feiern das einfach. Ich wollte schon immer mal nach aktuellem Stand so ein Ding fertig machen. Ich war erschrocken, wie teuer die Kisten schon sind. Ja, ist teuer. Mhm. Was schätze? Und obwohl das Ding hier auch schon 25 oder so runter hat. Was ist das für ein Baujahr? 2008. Also ich habe ja für eine R1 habe ich ja knapp 3 auf den Tisch gelegt. Genau, das zahlst du für 125er. Krass. So, ne? Die gibt es mit Sicherheit auch für 1000 Euro. Jetzt kommt, einige Teile bei Aprilia sind aber schon mittlerweile unbezahlbar, weil die gibt es auch schon gar nicht mehr. Das heißt, wenn hier drin irgendwie so am E-Starter so die eine oder andere Welle, wenn da Baustelle ist, kann das da auch relativ schnell ins Geld gehen. So, mein eigentlicher Volltraum wäre eigentlich sogar eine RS250 als Zweizylinder. Weil ich feiere einfach die Zeiten damals, Zweitakter, Zweizylinder, eine Tüte hinten im Heck drin. Ja, das ist sexy, ja. Und eine Tüte an der Seite. So diese typischen 250 Kubik Zeiten damals. Klar, als 500er wäre es natürlich noch mal krasser, aber 500 ist dann halt noch mal eine andere Liga. Mhm. Aber wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, deswegen fangen wir jetzt erstmal mit einer 125er an. So, weil ganz viele Sachen, die ich euch am Roller gerne gezeigt hätte, kann man am Roller einfach nicht zeigen durch diese Variomatik. Durch diese Variomatik ist man einfach so krass gedrosselt in Form von Charakteristik, Verhalten, wie so ein Ding so hochdreht, selbst die Leistungsmessung und so weiter. Das war für den Einstieg mit dem Roller alles cool. Aber ich sag euch, an der 125er können wir das Ganze nochmal viel, 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 viel krasser machen. 125er übrigens deswegen, weil mein erstes Fahrzeug war nämlich tatsächlich ein 125er. Welche Farbe war das damals? Rot. Hast du davon noch ein Bild? Das Problem ist, das waren damals Zeiten, wo man noch so eine Digitalkamera zum Auseinanderziehen hatte, weißt du, wo dann so die Linse rauskam. Mhm. Ja, boah, da müsste ich mal so einen ganz alten Rechner anmachen. Damals war ich 16, vorher Mofa gefahren, Herkules, dann auf eine 125er. Das allererste Modell davon, die hieß damals, schlagt mir nicht, wenn es falsch ist, aber ich meine GS, das war so eine rote Extrema.
Aber schon richtig cool damals zurechtgemacht. Damals war das gerade hochmodern, dass man die Felgenbetten poliert und quasi die Speiche und in der Mitte das in Farbe lackiert. Mhm. Ich weiß noch, ich habe Jahrhunderte, weil jeder normale Mensch heute würde die Felge einspannen und drehen lassen und dabei gegenläufig polieren. Ich damals noch per Hand im Keller geschliffen, poliert. So, und auch im Alltag gefahren und ich würde mal behaupten, auch im Alltag bestimmt 5 bis 10 Keulen durchgezogen oder so. Absolut keine Ahnung damals gehabt. Das allererste, was man damals so macht, ist, der hat eine Getrennschmierung. Das heißt, unter dem Tank ist der Öltank. Man hat eine Ölpumpe, welche drehzahl- und lastabhängig ist. Und die pumpt dann quasi in den Sprit das Öl rein, weil Zweitakter. Genau deswegen bauen wir nämlich jetzt nochmal einen Zweitakter. Da können wir viel, viel, viel technischer werden. Der Zweitakter hat ja kein Motoröl wie ein Viertakter. Also ihr müsst hier keinen Ölwechsel machen, nur fürs Getriebe und die Kupplung, weil dieses Öl mit in das Gemisch gelangt. Das heißt, der komplette Zylinder wird quasi von eurem Kraftstoff Ölgemisch geschmiert. Was fährt man also für so ein Gemisch? Normalerweise 1:50. Mhm. Viele von euch werden das gar nicht kennen, aber an der Tankstelle gibt es tatsächlich so ein kleines Gerät, was da steht, wo 1:50 drin gemischt wird. Gibt es das immer noch? Ja, ja. Gibt immer noch viel 1:25 und 1:50. Okay. Wir werden hier irgendwas so in den Bereich 1:30 fahren. So, praktisch, was ich extrem cool finde, am liebsten hätte ich mir natürlich das gleiche Modell wie damals eine Extrema gekauft. Die sind auch so teuer. Also gute davon kosten wirklich 2.000 Euro ohne Probleme. Ne, nicht gute. Gute davon kosten 3.000 bis 5.000 Euro. Krass. Fahrbare kosten 2.500 Euro. Welche mit Motorschaden, Getriebeschaden, wie auch immer, kosten 800 Euro und dann fehlen haufenweise Teile. Mhm. Wir sind wirklich, hätte ich nicht gedacht, teuer geworden. So, jetzt muss man, die steht jetzt hier schon länger bei uns im Laden. Der eine oder andere wird sie vielleicht schon gesehen haben, weil ich habe die bestimmt schon ein halbes Jahr, würde ich mal tippen. Muss man dazu sagen, wenn man so reinkommt und jetzt kein Motorradexperte ist, würde man niemals denken, dass es ein 125er ist. Ne? Nee, siehst du auch nicht. So, gerade dieses Modell sieht einfach so mit diesen Flaps, dem Scheinwerfer und ganz wichtig, diese dünnen Y-Speichenfelgen, finde ich, sieht schon irgendwie modern aus. Ne? Ich finde es cool, ja. So, jetzt brauchen wir uns nichts vormachen. Das Einzige, wofür wir dieses Ding hier brauchen, ist eigentlich, um euch die Technik zu zeigen und wir was zum Schrauben haben, weil mein Traum war es schon immer. Viele von euch werden das gar nicht wissen. Unter Alus haben wir auch relativ viele Motorradteile. Wir haben da auch ein Team, wo Ludwig und ein paar Kumpels wirklich richtig in der Rennserie mitfahren, auch Langstreckenrennen und so weiter. Und ich würde gerne den kleinen Bruder dazu bauen. Das heißt, es gibt bei der verschiedenste Varianten, wie die am Ende aussehen soll. Mhm. Variante 1 ist hammerhart, auch wenn mich viele dafür hassen werden, weil damals wollten alle unbedingt diesen polierten Rahmen und die polierte Schwinge haben. Ist halt so ein Erkennungsmerkmal von der RS125. Ich bin am Überlegen, das hammerhart schwarz zu machen. Schwarz, Rennverkleidung komplett in weiß, welche wir übrigens auch im Sortiment haben, und Felgenorange. Mhm. So ein richtiges Alus Racing Design. Das wäre ein Punkt, so passend zum Roller. Mhm. Man könnte sie natürlich auch schön elegant in Schwarz, Carbon, so eine Mischung machen. Aber ich glaube eher für die Kiste richtig geil, eloxierte Teile, weiß, schwarz. Würde ich auch. So, dann leider muss dann so einiges weichen, was so ein Motorrad halt hässlich macht. Das ist halt leider so Blinker, Spiegel und so weiter. Weil ich glaube nicht, dass das Ding nochmal auf der Straße fahren wird. Aber muss es eigentlich auch gar nicht, weil es gibt mittlerweile so viele Events, wo man sowas eigentlich nochmal fahren kann. Wie zum Beispiel, ich habe ja gehört bei PZ-Tuning, dass es dort wohl auch relativ viele so Flugplatzrennen und sowas immer geht. Das ist übrigens ein krasser Vergleich. Angenommen, wir holen hier auch. Also ich behaupte jetzt einfach mal, wir werden hier mehr Leistung rausholen als aus dem Roller. Was hat so ein Ding Standard? Die allerersten Modelle waren noch am offesten, sag ich jetzt, am offesten, ne, am... Weniger gedrosselt. Genau. So, die waren am wenigsten gedrosselt. Die konnten damals angeblich so bis zu 34 PS machen. Krass. So, dann je neuerer die wurden, je weiter ging es bergab. Diese soll offen 28 PS haben. Mhm. So. Aus 125 Kubik. Nun bin ich allerdings der Meinung, das wird das krasseste Video, da freue ich mich richtig drauf, wenn wir den Zylinder mit Paula bei PZ Tuning wirklich mal selber durchbearbeiten. Mhm. Dann passend dazu wieder so einen krassen Auspuff bauen bei Tobi. Mhm. Aber halt wirklich eine Tüte, die
ich muss mal gucken, wo man hier lang geht. Wir bauen gleich mal die Verkleidung ab. Aber die Tüte muss irgendwie halt, weißt du, hier hinten im Heck, muss einfach mittig dieser Topf rauskommen. Ne? Ja, das ist halt Rennsport, ne? Genau. Weil ich glaube, der Reiz an diesem Fahrzeug ist es, rennsportmäßig brutal umzubauen. Vielleicht finden wir auch einen Profifahrer, der damit eine Runde auf dem Bilzer Berg fährt. Ich persönlich kann es nicht, will es auch nicht. Bilzer Berg ist für Motorräder nämlich die Hölle. Was schätzt du, was Rundenrekord von Motorrad auf dem Bilzer Berg ist? Rennmotorrad? Also wirklich Slicks, alles was geht, Profifahrer? 1,50? 1,54, glaube ich. Okay. So, jetzt muss man als Relation dazu, wir sind mit dem X-Pro schon 1,55 gefahren. Mhm. Auf Semis und so weiter. Ne? Ja, klar. Das ist einfach die Strecke mit hoch und runter und dann vor allen Dingen die Überhänge ist halt schwierig für so ein Moped. Ne? So, aber ich glaube mit der 125er wäre das. Also wir haben auf jeden Fall, wenn das Ding erstmal fertig ist, haben wir genug Möglichkeiten, da schon hier und da mal vielleicht ein Drag Race, witzige Vergleiche, das heißt sowas mal vergleichen gegen eine Wettbewerbs-Enduro, so diese KTM-Enduros, die haben mittlerweile alle im Wettbewerb 40 PS aus 125 Kubik. Ja. Sowas, da kann man schon witzige Sachen machen. So, weil auf diese 1000 Kubik Superbike-Schiene wollen wir eigentlich gar nicht gehen. Ich will euch lieber hier die Technik zeigen und auch mal, wie so ein Motorradgetriebe von innen aufgebaut ist. Auslasssteuerung, haufenweise Sachen, die der Roller nicht hat. Mein absoluter Volltraum wäre, das würde allerdings ein weiter Weg werden, wäre hier so ein Freipunkt über Steuergeld drauf zu machen. Das klingt jetzt erstmal so richtig, richtig wild, aber man könnte auch den Vergaser runterschmeißen, einen Direkteinspritzer rausmachen. Also was heißt ein Direkteinspritzer nicht, ein Saugrohreinspritzer. Das heißt, man spritzt halt den Sprit wieder ein. Und könnte dann schön ein passendes Display da reinfriemeln und so weiter. Wäre schon Motorsport auf jeden Fall. Könnte man einiges machen. So, jetzt als allererstes fällt mir ein Gewinnspiel. Natürlich gibt es in diesem Video auch wieder etwas zu gewinnen. Ich finde es übrigens cool, wie wir das tatsächlich irgendwie mittlerweile durchziehen. Eigentlich hatten wir gesagt bis zur Essen Motorshow, dann war es irgendwann bis Weihnachten. Jetzt ziehen wir es bis Weihnachten auf jeden Fall durch. In diesem Fall kriegt der Gewinner mit dem coolsten Kommentar, vielleicht könnt ihr irgendwas aus eurer Jugend schreiben mit eurer Mofete und so weiter, kriegt von uns einen Satz Montageständer vorne und hinten. Gerade jetzt im Winter, ich weiß nicht, ob eure Kisten einfach so in der Garage stehen, ihr kriegt von uns einen Montageständer vorne hinten, dann könnt ihr das Ding richtig aufbocken. Gibt es die in verschiedenen Farben? Wir haben sie auf jeden Fall, meine ich, in Orange und in Schwarz, wenn ich mich nicht täusche. Könnt ihr euch dann natürlich aussuchen. Und zweite Ankündigung, wir haben ja wieder einen Schub Klamotten bekommen, wir haben jetzt unsere Zip-Jacke. Die gab es vorher nur in diesem Magnetgrau, die gibt es jetzt auch in Schwarz. Oh, stimmt, sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. So, ja, das ist wirklich krass. Soll jetzt auch keine Werbung sein, aber es ist unglaublich, wie viele Leute uns anrufen oder anschreiben, die das alles so gar nicht wissen. Die weder wissen, dass wir Klamotten verkaufen, die weder wissen, dass wir Motorradteile verkaufen, die weder wissen, dass wir Autoteile verkaufen. Also wir haben schon ein recht großes Sortiment. Extrem cooler Punkt, Fahrwerk. Traum jedes Motorradfahrer, wäre natürlich jetzt hier so eine goldene Ölingsgabel drin. Ne? Das würde vielleicht aber den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber selbst da habe ich so eine Vision. Meine Vision wäre definitiv andere Gabel, sodass ich nämlich vorne eine Doppelbremsscheibe fahren kann. Ich finde immer, das sieht immer irgendwie so unsymmetrisch aus und ich hasse unsymmetrische Sachen. Also mein Traum wäre andere Felge mit Doppelbremsscheibe. Und dann können wir nämlich auf puncto Fahrwerk auch nochmal eingehen. So, jetzt als allererstes, wir sind ja bei uns in Langenhagen, das heißt, ich habe heute nicht zufälligerweise die Wagen mit, sondern ich habe sie mit. Wir wiegen das Ding einfach. Ich muss es ein bisschen austarieren. 135 Kilo, 136. Mit, jetzt gucken wir mal einmal, ich glaube vollen Tank. Na, voll nicht. Ja, doch, aber guck mal rein hier. Ja, stimmt. Also da fehlen vielleicht noch 2 Liter. Ich sag mal, vollgetankt auf jeden Fall unter 140 Kilo. Das ist nix. Also nix nicht, ist jetzt ja auch nicht so viel dran, hat kein ABS und nix, ne? Mhm. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch rausholen können. wir fassen auf jeden Fall erstmal zusammen. 135 Kilo, vollgetankt unter 140. Einmal wieder auf die Stände und dann nehmen wir mal die Verkleidung einmal ab.
Ja, was können wir hier an Gewicht noch rausholen? Also natürlich, ich sag jetzt mal Kabelbaum, Licht, Sozius, dann gibt es, das ist richtig krass, in der Rennserie damals, RSW 125 hieß die, das war immer damals so mein Volltraum. Ich glaube, ich kenne jedes Bild bei Google, was es gibt, weil es gibt nicht viele von damals. In der Rennserie sind die damals knapp 50 PS schon gefahren mit 125 Kubik. Krass. Und die Rennmopeden haben alle ein selbsttragendes Heck aus Carbon. Das heißt, dieser komplette Stahlrahmen, der hier drunter ist, fliegt weg und du hast wirklich nur noch ein Carbon-Heck. Gibt es dafür auch noch Teile? Boah, ich glaube nicht. Das wird, also Teile hierfür so tuningmäßig zu kriegen wird. So, dann sehe ich ja so schon, dieser Auspuff, der wird schwer sein. Felgen sehen leicht aus. Also ich glaube, wenn wir da tendenziell eher auf eine breitere Felge mit zwei Bremsscheiben gehen, was dem Fahrverhalten natürlich eher beim Motorrad ist immer so, machst du die Reifen breiter, fährt das Ding eher schlechter. Ja, ich kenne das von meiner Harley damals. Genau, weil es halt einfach nicht mehr handlich ist und nicht mehr so schnell von links nach rechts kippt. Ne? Mhm. Das heißt, da werden wir nichts holen, aber so Verkleidung, Blinker, Leuchtmittel und so weiter. Ich sage so 120 Kilo, so in dem Dreh. Und das ist dann halt wirklich schon, wir haben leider noch nie den Roller gewogen, ne? Aber hier steht gerade. Hauptrahmen wiegt 9,75 Kilo. Finde ich auch schon ganz schön schwer für Alu. Mhm. Aber ich finde, ich weiß noch, ich habe damals bei meiner 125er alles zerlegt und habe den Rahmen wirklich per Hand nochmal wieder poliert. Das tut jetzt natürlich schon ein bisschen weh, wenn wir es hammerhart strahlen und pulvern. Aber andererseits, ich finde es optisch geil. So, ich will jetzt auf jeden Fall einmal die Verkleidung abnehmen, um euch zu zeigen, wie das da so drunter aussieht. Maxi hatte damals übrigens auch eine RS125. Ja? Genau das Modell. Okay. Er war Feuer und Flamme, als ich mir erzählt habe, boah. Aber es ist so wieder, theoretisch stand das Ding jetzt ein halbes Jahr hier, ne? Jeder hat mal gesagt, boah, er will mal ein bisschen fahren, ne? Nicht einer einen einzigen Meter, ne? Mit dem Ding halt, ne? Okay. Braucht man sich nichts vormachen, man denkt immer so, ja, ja, geil, RS125 mal wieder fahren, ne? Aber ne, es sind dann halt jetzt auch keine 150 PS, ne? Ja. Deswegen. Ich weiß noch, wie oft ich diese Verkleidung damals bei mir unterm Carport abgebaut habe. Wir können auf jeden Fall mal eine Sache machen. Jeder von euch, der gelernter Zweiradmechaniker ist, schreibt mal bitte einen Kommentar. Ich glaube leider, das ist so eine Berufssparte, die leider extrem weniger wird. Das wird jetzt wieder mehr werden mit dieser E-Bike-Sache, weil da auch einfach ein bisschen mehr Technik dran ist als an einem normalen Fahrrad. Aber ich bin gespannt, wie viele Zweiradmechaniker es noch gibt. Also hast du damals angefangen, unterm Carport zu schrauben? Ja. Na, eigentlich nicht unterm Carport, sondern eigentlich hinten im Gartenhaus erstmal. Da war nämlich noch die Original-Mofa von meiner Mutter damals. Die stand 30 Jahre lang in der Gartenlaube, ein Herkules M4. Krass. Und irgendwann habe ich die mit 13 oder 14 einfach wieder angerissen. So. Mit wie vielen Jahren hast du dann deine erste Halle oder Garage gehabt? Das ist eigentlich, war das ganz witzig. Ich habe die erste Halle mit 17 gehabt. Es war allerdings keine Halle, sondern ich habe meinen Golf 1 GTI. Damals eigentlich war das mehr, ja, ein Pferdeschuppen und das Ding stand, so übertrieben gesagt, zwischen den Kutschen und so weiter, wo ich dann selber nur so eine Werkzeugkiste hatte. Und habe dann bei meinem Praktikum beim Autohaus Isernhagen den Thorsten kennengelernt, ein ganz alter Kumpel von mir. Und mit dem hatte ich dann zusammen meine erste Halle, wo wir beide parallel unseren Golf 1 geschraubt haben. Aber selbst das war auf dem Reiterhof, zwischen den Pferden. Ja, heutzutage irgendwo was Bezahlbares mit einer vernünftigen Größe zu finden, ist ja... Wird schwierig, ne? Ja, ich suche auch gerade und du suchst wirklich... Geil wäre eigentlich mal so ein ganzes Gelände, wo so 20 Autoschrauber nebeneinander sind. Ne? Es gibt so einen Garagenpark, sage ich jetzt mal, auch hier in Hannover, aber es ist nicht wirklich bezahlbar. Teuer? Ja. Also ich glaube, dass das teuer ist. Du bezahlst für 50 Quadratmeter irgendwie um die knapp 400 Euro. Oh. Okay, 8 Euro der Quadratmeter ist natürlich sportlich. Ich weiß auf jeden Fall, ganz viele Leute werden schreiben, dass sie die Verkleidung haben wollen. Weil das ist eigentlich so eine, ja,
jetzt nicht sagen limitierte Serie, ne? Mhm. Aber schon eine passend zu dem damaligen Weltmeister, glaube ich, war das oder so. Okay. Deswegen gibt es ja schon viele, die die haben wollen. Alter, hier. Das sind die ersten 200 Gramm auf jeden Fall. Die wir erhöhen können. Aber der Rahmen ist schon irgendwie schön, ne? Ja, das war halt damals, man darf es immer nicht vergessen, mit der RS125, deswegen wollte ich damals mit 16 unbedingt eine RS125 haben. Das war halt so das erste Moped, was halt nach einem großen Motorrad aussah. Ja. Sonst gab es ja so Yamaha DT80 und so ein Zeug. Das war halt alles nicht so, hier dachte man damals wirklich schon so mehr oder weniger, du fährst ein Motorrad halt. Ne? Ja. So, hier habt ihr den typischen Zweitaktauspuff. Da geht nichts durch. Doch, doch, der wird schon nicht schlecht sein. Da gibt es auch verschiedene Auspuffanlagen für ab Werk, die mehr und weniger Leistung haben. Die gab es zwischendrin, jetzt will ich nichts Falsches sagen, glaube ich auch. Bin mir nicht sicher, ob es den Zweitakter sogar schon mit Cut gab. Kann sein, dass die letzten davon sogar schon Cut drin hatten. Ja, aber hier ist halt klar, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Aber der Auspuff muss halt hier so mit Birne und dann hier irgendwie so durch und unter das Heck. Das ist auf jeden Fall Pflicht. So, Rotax 122 hieß der, glaube ich, damals. Eigentlich recht beliebter Motor, gab es auch in der EXC 125. Hier ist übrigens die Ölpumpe hinter. Geht ein Gaszug dran, weil die halt einmal Drehzahl und einmal lastabhängig geregelt wird. Das heißt, wenn ihr Vollgas gibt, macht die mehr als wenn man kein Vollgas gibt. Das ist auch immer das Problem. Du fährst 14.000 Umdrehungen, klappst nur den Hahn zu. Mhm. Das heißt, in dem Moment macht die Pumpe auch nicht mehr viel und es wird auch nicht mehr viel Sprit durchgezogen durch den Motor. Mhm. Das heißt, du hast auch nicht mehr viel Schmierung auf dem Zylinder. Ja, stimmt. So, deswegen ist das immer so das beliebteste Erste, was rausfliegt. Hier unten seht ihr den Kickstarter. Elektrostarter. Da gibt es aber für den Rotax 125 kann man auch einfach einen Kickstarter anbauen, dann von der EXC, von der Crosser quasi. Ne? Weiß ich allerdings jetzt nicht, ob das mit Rahmen und so hier passt. Ja, aber ist doch, glaube ich, nicht cool, oder? Doch. Ja? Muss leicht sein, das Ding. Am liebsten würde ich alles rausschmeißen und hier so ein Rollenstarter hinten dran, weißt du, den du so ranhältst und dann startet das Ding. Ja, sonst so haufenweise Technik, könnt ihr euch drauf freuen. Auslasssteuerung, Vergaser, Luftfilter, da kann man halt schon einiges hier machen. Hier können wir noch einmal drunter gucken. Hier sieht man das schön. Oh, eine leichtere Batterie ist auf jeden Fall schon drin. Da werden wir nicht mehr so viel holen können. Aber hier seht ihr den wassergekühlten 125 Kubik Motor. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Im nächsten Video fangen wir an, das Ding einmal zu strippen. Relativ unspektakulär. Dann gucken wir mal, was es da so verkleidungsmäßig gibt, weil die ist definitiv zu schade. Die muss so bleiben, wie sie ist. Und im nächsten Step geht es dann mit dem Motor zu PZ. Und dann gucken wir uns mal Thematik Zylinder an. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr die Zweitakt-Thematik genauso feiert wie wir. Wir halten daran fest, weil es einfach ein Hobby ist, weil es geil ist, weil es stinkt, weil es knetert, weil es einfach bockt. Stinkt, es riecht voll gut. Ich finde auch, es riecht gut. So, aber ich finde halt immer, das riecht gut und so ein alter Diesel, der stinkt halt leider. Ja, ja, klar. So, ne, so ein alter Diesel mit diesen alten Einspritzpumpen, das ist halt wirklich so, wo man denkt, aber Zweitakt ist cool. Yes, so, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.